Seine Verdienste bestehen hauptsächlich darin, dass er der Sowjetunion geholfen hat, aus der DDR einen Vasallenstaat zu machen, der, solange er an der Macht gewesen ist, alle Wünsche und Forderungen Moskaus nachgekommen ist, oder jedenfalls die längste Zeit. Er ist der Hauptverantwortliche für die, der deutsche Hauptverantwortliche, er ist der deutsche Hauptverantwortliche für die Stalinisierung der DDR. Er ist ein geläuterter Funktionär, Politiker, ich wage nicht zu sagen Staatsmann. Er ist ein Mann, der in den letzten 10 Jahren seines Lebens erkannt hat, dass die Interessen der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten nicht identisch sind, sondern dass sie zu immer weiteren Verwerfungen führen, dass der Ostblock dem Westblock gegenüber auf vielen Gebieten der Unterlegene bleibt und dass Reformen nötig sind. Reformen, wie er sie für richtig hält, vor allen Dingen auf wirtschaftlichem Gebiet. Und mit dieser Politik gerät er in Konflikt zu Moskau. Er nimmt diesen Konflikt auf sich mit erstaunlichem, ich will nicht sagen Mut, aber mit erstaunlicher Konsequenz. Das ermöglicht denjenigen, die wie Honecker und einige andere darauf warten, dass dieser eigenwillige Alleinherrscher nun endlich mal verschwindet, mit Moskau übereinzukommen, seine Absetzung zu betreiben. Und als das Moskauer Ja da ist, ist es aus mit ihm. Also hat Ulbricht recht behalten. Ich finde noch interessanter etwas anderes. Ich finde interessant, dass derjenige, der zu seinem Sturz beigetragen hat, am Ende seiner eigenen Laufbahn ebenfalls zu der Überzeugung gekommen ist, aus seiner Sicht, aus DDR-Sicht, dass die Interessen der DDR und der Sowjetunion nicht identisch sind. Das heißt, so wie Ulbricht die Entstalinisierung nicht mitgemacht hat, Ende der 50er Jahre, so macht Honecker Glasnost und Perestroika nicht mit und wendet sich ebenfalls gegen die Sowjetunion. Das heißt, derjenige, der Ulbricht gestürzt hat und derjenige, der Honecker gefördert hat und ihn erst überhaupt in die Machtposition gebracht hat, haben beide das gleiche Ende. Sie geraten in Konflikt mit der Sowjetunion und sie führen das Ende der DDR herbei. Eine allerletzte ganz kleine Frage. Ich stelle sie allen, die mal in der SED waren, die sich als Kommunisten gefühlt haben. Dieser Begriff, die Partei, die hat immer Recht. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht. Was verbinden Sie heute damit? Es gibt ja keine andere Partei, die für sich Ich verbinde damit das, was ich damals auch damit verbunden habe, nämlich die Akzeptierung eines Totalitätsanspruchs. Es gibt niemand auf der Welt, weder einen Menschen noch eine Institution noch eine Partei, die immer Recht hat. Und wer behauptet, dass das anders sei, der hat sein eigenes selbstständiges Denken aufgegeben. Der ist ein Parteisoldat ohne eigenen Willen, ohne eigene Meinung geworden und hat seine Würde und sein Stolz aufgegeben.